Gimme that, Bro 5. Hier ist wieder Coindos und ich sage Welcome back to Wolfenstein. So, wir nehmen das Messer. Und wir sind mal ganz leise. So, du verrätst uns nicht mehr, mein Freund. Dieser Raum ist ein bisschen schwierig, wir werden sie uns eventuell entdecken. Eventuell auch nicht. Komm her! Mist. Das ging erstaunlich einfach. Ich hätte das jetzt gar nicht erwartet. Na also. Ich wollte gerade mal was ausprobieren. Und zwar wollte ich den im Rutschen töten. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Jetzt habe ich weggeguckt. War bestimmt spektakulär. Ja, wir wollen aber nicht entdeckt werden. Aber wir gehen erstmal ans Telefon. Müller, ich habe die Wiesenau-Gefangenen 16 Stunden lang am Stück verhört. Diese nächtelangen Verhöre bringen mich noch ins frühe Grab. Ich gehe jetzt nach Hause und schicke die Gefangenen zurück nach Eisenwald. Der Bus ist vorhin eingetroffen. Müller? Müller, antworten Sie! Verdammt, Müller, Sie erwarten, dass ich Sie bei jeder Kleinigkeit um Erlaubnis frage und Sie besitzen nicht mal den Anstand, auf eine einfache Transportanfrage zu antworten. Lecken Sie mich doch am Arsch, Sie Drecksack! Sie sind eine Schande für die ganze Operation! Ich nehme keine Befehle mehr von Ihnen entgegen, verstanden? Okay. Brauchst du auch nicht, denn Müller macht gerade Pause für immer. Das zeige ich dir kurz. Hier liegt eine Akte. Und die können wir hier in den Schrank machen. Das habe ich das letzte Mal wirklich, weil ich alles angeklickt habe, habe ich das mitbekommen. Und dadurch öffnet sich hier ein Geheimgang. Das finde ich auch mega cool, muss ich sagen. Dass du halt hier ganz, ganz viele so Geheimräume hast und Geheimgänge, die sich irgendwie öffnen. Hier war ein Enigma-Code drin. Den können wir jetzt natürlich nicht mehr finden, leider. Das wird sich in Zukunft ändern. Also wenn wir an der Stelle sind, an der ich aufgehört habe, das lese ich kurz vor. Auf dem Übungsgelände in Sibirien, Moskau, 12. Oktober 1960. Die in der Nähe des nördlichen Uralgebirges unweit der Karasee gelegene Ausbildungslager von Totenkopfs Kommandoeinheit gelten als die weltweit härtesten ihrer Art. In mehreren Folgen werfen wir einen Blick hinter die Kulissen, um über den Tagesablauf dieser entschlossenen Kämpfer in extremer Kälte zu berichten und zu zeigen, wie aus ihnen überlegene Krieger geformt werden. Mal 7 gleich 56, 5 plus 6 gleich 11, 1 plus 1 gleich 2. Hier sehen wir, haben wir es mit Genies zu tun. So, und ich weiß gar nicht, ob das was ausmacht, wenn wir hier schleichen oder gehen. So, reicht jetzt. Genug Musik gehört. Hier können wir noch was vorlesen. Erster Mensch landet auf dem Mond, Berlin, 21. Juli 1951. Um 15.56 Uhr am gestrigen Tage betrat Hans Armstark als erster Mensch den Mond, 30 Minuten nachdem Armstark und sein Co-Pilot Emmerich Otte das Mondmodul zu
der als die glimmende Schale bekannten Landestelle gesteuert hatten, fand der erste Kontakt mit der Mondoberfläche statt. Nach der Landung begannen die beiden Astronauten ihr Abenteuer auf dem Mond mit dem Aufstellen unserer wunderschönen Flagge. Danach sammelten sie Boden- und Gesteinsproben für die weitere Analyse auf der Erde. Das ist übrigens gar nicht so weit hergeholt. Die Nazis hatten nämlich tatsächlich einen Plan, zum Mond zu fliegen. Und wenn die, Gott bewahre, aber hätten die den Krieg gewonnen, dann wäre das eventuell sogar so weit gekommen, dass sie viel früher als die Amerikaner auf dem Mond gelandet wären. Los hier, Bastarde, raus! Schichtwechsel, wir sind spät dran! Eine Minute! Genau eine Minute, Hans. Dann müssen wir aber los. Nach rechts! Hey, du da! Komm schon! Vorwärts! Du faule Drecksau, beweg dich! Verdammt! Ich zeig's dir, du faule Sau! Los! Du bist ja nicht zum Faulenzen! Raus! Schnell, vorwärts! So, ich zeig's dir, du! Komm schon! Vorwärts! Aufstehen! Vorwärts! Hey, du! Fünf Schritte! Vorwärts! Glaubst du, du kannst hier faulenzen? Nach links, komm schon! Du Drecksau! Los, los, los! Los! Na los! Geradeaus und dann rechts. Hans, komm schon, lass uns gehen. Vielen Dank. Möchten Sie... Hans, komm schon, schick sie weg! Sie müssen gehen, Fräulein. Die Arbeit ruft. Das verstehen Sie doch, oder? Aber natürlich, Herr Offizier. Viel Glück. So, sind das alle? Ja, der Rest ist bereits auf dem Weg zur Leichenhalle. Wie spät ist es? Es ist 14 vor 6. Ach, alles klar, los geht's. Wir müssen um Punkt 6 zurück in Eisenwald sein. Wir haben noch reichlich Zeit. Wir haben nicht unendlich Zeit. Wegen dir sind wir spät dran. Wegen mir sind wir nicht zu spät. Wir haben reichlich Zeit. So, ich spring da jetzt direkt drauf und dann geht's gleich weiter. Ich komme hier echt nicht zum Erzählen. Aber das ist auch cool. Ich meine, das Spiel ist halt echt voll von Story Stahl. Und... Stahl. Stein. Beton. Mein Leid. Gibt es überhaupt noch etwas auf dieser Welt, das sich zu retten lohnt? Verzweiflung. Tyrannei. Ein endlos mächtiger Feind. Ob meine alten Kameraden noch am Leben sind. Vorsicht! Wenn ich der Letzte bin, dann kämpfe ich allein. Und ich verspreche euch... Los, 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 dreckiges Pack! Freunde, wenn sie euch hier festhalten, werde ich euch finden. Und befreien. Da oben sieht's schlecht aus. Ist wohl sicherer, unbemerkt auf dem Dach weiterzugehen. Dann machen wir das auch. Das Ding ist, manche Leute argumentieren ja tatsächlich so, wenn eine Partei den Krieg gewinnt, dann haben die Leute ja was davon. Also diejenigen, die da gewonnen haben, dann ist ja auch wieder Frieden und den Leuten geht's ja dann wieder gut. Aber das Ding ist einfach, man muss ein System immer an seinen Verlierern bewerten. Irgendjemand sagte mal, ich habe gerade seinen Namen vergessen, aber ein weiser Mann sagte mal, um den Grad der Zivilisation eines Landes oder einer Gesellschaft festzustellen, sollte man ihre Gefängnisse besuchen. Und das tun wir jetzt ja gerade. Denn so wie die Verlierer eines Systems behandelt werden, und das sollte man sich echt vor Augen führen. Also, es muss... Man kriegt, glaube ich, keine utopische Gesellschaft hin. Es gibt immer irgendeinen, der verliert in irgendeiner Gesellschaft. Oder, weißt du, was ich sagen will? Aber man kann es irgendwie so einrichten, dass es möglichst wenige Leute sind, die daran verlieren. Und dass die Verlierer einer Gesellschaft eben
human behandelt werden. Und dass sie nicht leiden. Sondern dass sie irgendwie in eine funktionierende Gesellschaft hineinsozialisiert werden können. Und vor allen Dingen, dass man auch eine gewisse Freiheit hat in einer Gesellschaft. Das finde ich persönlich ganz wichtig, dass die Freiheit gegeben ist, auch zur persönlichen Entwicklung, zur persönlichen Entfaltung des Charakters, wie auch immer der aussehen mag. Solange man niemand anderem damit wehtut, sollte das machbar sein. Oh, ich sehe gerade, dass ich gar nicht Messer werfen kann, weil ich nicht genug Messer habe. Wir warten mal, bis der hier ankommt. So. Ups, da wollen wir nicht durch. Wir wollen hier durch. Na? Ich schlag dich zurück. Was? Du mich? Hast du dich auch? Kann ich abhauen? Haben die mich jetzt vergessen? Nein. Ah. Das hat uns eigentlich gar nicht so viel gekostet jetzt. Na komm her, mein Freund. Anstatt dass der Hilfe ruft, weißt du? Aber die fühlen sich halt alle ziemlich geil und ziemlich mächtig und ziemlich stark. Hat er mich jetzt schon gesehen? Ich glaube schon. Na komm her. Ist egal. Ja. Na gut. Dann ist das so, wie es ist. Es ist mir echt ein bisschen peinlich, wie ich hier ständig in diesen Stealth-Dingen versage. Tut mir nahezu leid. Hier sitzt übrigens einer. Den merken wir uns mal. Ich bin jetzt natürlich auch weitaus weniger vorsichtig, weil ich natürlich das alles schon kenne und eigentlich super gerne selber wissen will, wie die Geschichte weitergeht. Und deshalb einfach ein bisschen hier auch durchrushe. Das ist ja auch nicht schlimm, es ist ja auch ein Shooter letztendlich. Und wie man spielt... Oh Scheiße, lauf! Jupp. Tschüss. Hier gibt es übrigens, das habe ich auch selber herausgefunden, also ohne irgendwie das mal in einem Video gesehen zu haben, die Möglichkeit, diesen Zaun rauszuschneiden und hier unten lang zu gehen. Und dadurch finden wir dann natürlich wieder einen weiteren Enigma-Code. Den finden wir jetzt leider nicht mehr, weil der lag hier. Weil ich den natürlich damals schon eingesammelt habe. Aber wir können hier ganz heimlich, still und leise durch dieses mega enge Gitter klettern. Ich habe keine Ahnung, wie er das macht, aber er passt da irgendwie durch. Ich steck dir das mal rein. Nicht wundern. Ich glaube, der wundert sich jetzt eh überhaupt nicht mehr über irgendwas. Gut. Ah ja. Da drüben ging es lang. Glaube ich, oder? Ach nee, hier sind wir hergekommen, alles klar. Ging es doch hier lang. Ups. Ach, hier geht's hoch. Okay, alles klar. Dann hätten wir den gar nicht umlegen müssen, aber er hatte es wahrscheinlich verdient. Wir gehen einfach davon aus. Sind wir ganz leise. They look thirsty. Well, let's give them something to drink. Oh, Alter.
Oh Mann, diese Brutalität hier. Das war, ich muss sagen, ich finde so Fäkaliensachen und sowas mit Pisse zu tun hat und so weiter, das finde ich immer super eklig. Ich habe auch nie Two Girls, One Cup gesehen, weil ich weiß, worum es da drin geht. Also ich weiß, was da drin vorkommt. Ich brauche das nicht in meinem Kopf. Ich habe so nahezu... Also ich habe ein wirklich, wirklich gutes Gedächtnis, was, was Bilder angeht. Ich möchte sogar behaupten, ich habe ein nahezu annähernd fotografisches Gedächtnis, was manche Dinge angeht. Was? Wir hatten hier geschrien. Da oben ist noch einer. Wovon? Du bist tot. Diese dummen Sprüche hier von ihm auch. Aufwachen, du bist tot. Ja, guck mal. Dann kann ich sogar mal vorführen, dass ich doch ganz gut im Stealth bin. Das letzte Mal habe ich diese Stelle lustigerweise als Stealth-Spiel verpasst. Also verbockt. Da haben sie mich sofort erwischt, gleich bei dem ersten Typen, der dort das am Pisten. Das muss die faulste Wache auf der ganzen Welt sein. Ja. Und deshalb legen wir ihn schlafen für immer. Gute Nacht, mein Freund. Hier lag noch ein weiterer Enigma-Code neben dem Nagel. Aber den brauchen wir ja nicht. Beziehungsweise, den haben wir ja schon. Ja, Kesselraum. Vorsicht, Vergiftungsgefahr. Das Schlossknacken gefällt mir hier in dem Spiel. Ich bin mal ganz leise. Komischerweise werde ich auch immer selber still, wenn ich rumschleiche. Weil ich immer das Gefühl habe, dass die mich sonst hören können. Also irgendwie, das ist so, naja, was heißt, dass ich habe nicht das Gefühl, dass die mich hören können, aber... Es ist schon irgendwie in einem drin, dass man irgendwie rum, wenn man rumschleicht, dass man nicht, dann nicht anfängt rumzuquatschen. Ich hoffe, dass wenn ich mal wirklich gezwungen bin, irgendwo lang zu schleichen, keine Ahnung, wer weiß, was mir noch passiert in meinem Leben, aber dass ich dann nicht anfange rumzuquatschen, während ich gerade hinter jemandem stehe, weil das kann mir durchaus passieren, wenn ich so dran gewöhnt bin. Nee, natürlich nicht. Ich meine, es ist immer ein bisschen was anderes, wenn man in einer Situation ist. Hier gibt es, glaube ich, irgendwo noch etwas, was wir übersehen haben, was ich übersehen habe. Und was auch ganz leicht zu übersehen ist, aber ich will erstmal die Wache da oben von ihrem Dasein befreien, als virtuelle Spielfigur. Ich habe mich in der letzten Zeit übrigens sehr viel mit einer Theorie beschäftigt, die ich total faszinierend finde. Und zwar die Theorie, dass wir selbst auch in einer Computersimulation leben. Also du, ich, dass das alles irgendwie nicht wahr ist, unsere ganze Welt. Und dass eventuell wir selbst auch Computersimulationen sind. Wie gerufen. Ist doch cool, jetzt können wir schießen damit. Hat er uns jetzt entdeckt? Wo kam der denn her geglitscht? Achso, das war kein Glitch, der kam von hinten, okay. Mann, hab ich mich erschreckt. Erschrocken. Kann nicht mal mehr Deutsch reden. Deutsch! So, aber warte mal, hier gab es auf jeden Fall irgendwo noch was. Das habe ich nämlich auch in diesem Video gesehen. Ja, ich habe mir echt... Ich bin halt so neugierig. Und wenn ich es im Spiel nicht finde, dann will ich es wenigstens selber, dann will ich wenigstens im Nachhinein wissen, wo es ist. Und irgendwo muss hier in einem dieser Kohlehaufen so ein Ei sein, weißt du? Also so ein Goldteil noch. Das will ich so ungern liegen lassen. Aber das ist ja auch fies, also diese Golddinger sind teilweise wirklich so dermaßen gut versteckt, dass da einfach ohne gewisse... Hilfe einfach gar kein Rankommen ist. Warte mal, ich guck mal ganz kurz auf die Map. Okay.
Hier siehst du nämlich teilweise auch die Geheimnisse auf den Karten. Hier haben wir auch noch einen übersehen. Hier drüben muss er sein, in dem Haufen. Ah, siehst du mal. So, Goldklumpen. Sehr schön. Und das mache ich halt ganz wenig. Ich gucke ganz wenig auf die Karten eigentlich. Und deshalb entgehen mir viele Geheimnisse auch häufig. Ach ja, wir haben ja jetzt wieder... Wir sind ja jetzt verletzt worden. Deshalb können wir die Rüstung jetzt auch gebrauchen. So, unsere Folge ist aber tatsächlich schon am Ende. Ups. So. Unsere Folge ist am Ende. Wir werden in der nächsten Folge weitermachen und dann werden wir uns mit ihm hier befassen dürfen. Ich werde jetzt mal groß. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann gebt dem Like-Button, was er verdient. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, bleib so cool, wie du bist. Ich bleib auch so cool, wie ich bin. Und sage bis dahin, ciao. Give me that profile. Hier ist wieder Quellendos und ich sage Welcome back to... Ich hasse ihn so sehr. Ich hasse ihn wirklich so sehr. Ja, willkommen zum Bossfight. Denn wenn wir mit einem Spaß hatten, dann haben wir mit zwei noch viel mehr Spaß, oder? Ich hasse diese Penner so sehr.